Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Das neue ORF-Gesetz steht vor der Tür, könnte in den nächsten Tagen schon durch den Ministerrat gewunken werden. Und da gibt es derzeit viel Aufregung darum und auch viel Kritik, was dieses ORF-Gesetz beinhaltet. Unter anderem ja eine Haushaltsabgabe, die künftig jeder Haushalt, aber auch jedes Unternehmen zahlen muss. Und bei mir zu Gast ist jetzt der Geschäftsführer des FÖZ, des Verbands Österreichischer Zeitungen, Gerald Grünberger. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Grünberger, auch der FÖZ steht ja diesem neuen ORF-Gesetz kritisch gegenüber. Was beinhaltet das Ihrem Informationsstand nach und vor allem, wo liegen da die Probleme? Ja, wie Sie richtig festhalten, es ist ja kein Letztstand bekannt. Die Verhandlungen laufen ja noch zwischen den Parteien und auch den Ressorts. Aber das, was nach unserem Kenntnisstand da ist, besteht diese Reform aus zwei Teilen. Einerseits diese sogenannte Haushaltsabgabe oder ORF-Steuer, wie es genannt wird auch. Und auf der anderen Seite eine Art Digitalnovelle, die dem ORF zusätzliche Möglichkeiten im Digitalbereich einräumt. Und dazu muss man wissen, dass heute bereits der Markt stark verzerrt ist, dass der ORF eine dominante Marktposition hat und die soll künftig noch stärker ausgebaut werden. Und das ginge natürlich zulasten des privaten Medienmarktes. Und das ist natürlich für einen Verband wie der Österreichische Zeitungsverband eher kritisch zu beurteilen, weil wir natürlich die Interessen der privaten Medien im Auge haben und eine weitere Wettbewerbsverzerrung für uns eigentlich nicht akzeptabel ist. Jetzt ist es ja so, derzeit bekommt der ORF aus seinen Gebühren rund 660 Millionen Euro. Künftig dürfte das durch die Haushaltsabgabe deutlich mehr sein. Da werden Zahlen kolportiert von über 700 Millionen Euro, knapp 730 Millionen Euro stehen da im Raum, vielleicht sogar etwas mehr. Was würde das denn heißen, wenn der ORF jetzt plötzlich mehr Geld statt weniger Geld bekommt? Weil das ist ja eigentlich absurd. Die Ministerin hat ja ursprünglich angekündigt, es gibt einen ORF-Rabatt. Jetzt gibt es auf einmal mehr Geld für den ORF. Das stimmt. Ne? Also es kommt eigentlich zu einer Ausdehnung des ORF-Finanzrahmens und er hat mehr Finanzmittel zur Verfügung. Bedeutet natürlich auch, dass er wiederum privaten Anbietern noch mehr Wettbewerb machen kann mit diesen Mitteln. Das ist der ein Punkt. Der zweite Punkt ist, es wurde ja auch angekündigt, dass der ORF sparen soll. Naja, mit gut, Sie haben Zahlen genannt, also das kommt unseren Informationen nach auch etwa hin. Wenn dann 70 Millionen mehr da sind, kann man eigentlich nicht von Sparen reden, sondern heißt es eigentlich, dass man so wie bisher eigentlich weiter wirtschaften kann und eigentlich noch viel mehr tun kann und eigentlich auch da wiederum diesen Wettbewerb verzehren kann. Und das ist aus unserer Sicht jedenfalls problematisch. Es gibt ja drei Finanzierungsformen, die im Raum standen. Das bisherige Gebührenmodell, die jetzt angedachte ORF-Steuer und eine Finanzierung aus dem Budget. Welche Finanzierungsform wäre denn Ihrer Meinung nach die sinnvollste? Naja, man kann sich schon über eine Haushaltsabgabe unterhalten. Ich glaube, die Grundfrage, die überhaupt nicht gestellt wurde, braucht es den öffentlichen Rundfunk in dieser Größe, in dieser Konfiguration, wie wir ihn heute sehen, eigentlich in dieser Form. Ne? Radio, Fernsehen, das hat eine historische Bedeutung, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und ich denke, das ist auch, wir reden ja bei der Haushaltsabgabe oder auch bei den Gebühren von einer öffentlichen Beihilfe im Sinne eines EU-Wettbewerbsrechts. Und das heißt eigentlich, dass diese Beihilfe durch etwas gerechtfertigt werden muss. Ne? Schwieriger wird es eigentlich schon im Bereich Online und Internet im Prinzip, weil da gibt es eigentlich viele private Angebote, die eigentlich sehr breit das Bedürfnis, das Informationsbedürfnis abdecken. Und da ist eigentlich nicht einzusehen, warum hier eine öffentliche Finanzierung stattfinden muss in Wahrheit. Also diese Vorfrage, braucht es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Form heute noch und welche Aufgaben soll erfüllen, wird in Form oder im Zuge dieser ORF-Reform gar nicht angesprochen. Und ich denke, diese Vorfrage müsste eigentlich geklärt werden, bevor man also hier einerseits die Mittel ausdehnt und andererseits auch die Möglichkeiten ausdehnt, in Wahrheit. Ich glaube auch, dass das im Interesse des Bürgers ist, wenn der ORF spart, nicht nur sozusagen der privaten Medien klarerweise, sondern durchaus auch der ORF ist zum Sparen angehalten. Blickt man nach Deutschland zum Beispiel, findet genau die gleiche Debatte statt und blickt man
können, andere europäische Länder, findet dort Ähnliches statt, auch was die Finanzierungsfrage anlangt. Viele Länder haben auf Budgetfinanzierung umgestellt. Da, glaube ich, muss man halt fairerweise sagen, für den Bürger ist es letztendlich egal, ob er das aus dem Steueraufkommen zahlt oder sozusagen selbst die Abgabe zahlt am Ende des Tages. Es bleibt ja öffentlich finanziert im Prinzip. Eine weitere Form wäre sozusagen eine Art Abo-Modell, das immer wieder im Raum steht, wo man sagt, okay, nur diejenigen, die das konsumieren, sollen auch dafür zahlen, so wie das halt auch privaten Medien möglich ist oder der Fall ist. A la Netflix zum Beispiel, ja. Vollkommen korrekt. Da muss man halt nur fairerweise schon sagen, ich befürchte und vermute, dass damit würde der ORF grundsätzlich in Frage gestellt werden und auch das Angebot in dieser Form nicht aufrechterhalten werden können. Das ist klar. Sie haben jetzt was sehr Interessantes gesagt, was die blaue Seite, also den Online-Auftritt des ORF betrifft. Sie haben gesagt, das ist sozusagen in Frage zu stellen, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist. Braucht es eine öffentlich-rechtliche Webseite, Nachrichten-Webseite Ihrer Meinung nach nicht mehr? Der ORF startet mit einem Vorteil von 20 Millionen Gebührengeld in den Wettbewerb. Das hat kein anderer Mitbewerber am Markt. Und bei gleichzeitiger starker sozusagen Verlagerung von Werbebudgets zu großen Digitalplattformen. Also das heißt, da kommen die privaten Medien zusätzlich unter Druck. Und es muss sich schon die Frage erlaubt sein, braucht es ein öffentlich-rechtliches Textangebot im Internet? Es sind genug Textangebote im Internet privat verfügbar. Und das ist eigentlich die Frage, an dem sich auch für unseren Verband vieles entzündet in Wahrheit. Also das heißt, aus unserer Sicht eigentlich nein. Mhm. Zweiter Punkt, der auch immer wieder genannt wird, ist, gibt es internationale Vorbilder bei der Finanzierung, an denen man sich orientieren kann? Sehen Sie da welche? Also, wenn wir zum Beispiel jetzt über das Internet gesprochen haben, in der Schweiz ist die SRG, das Online-Angebot der SRG ist komplett werbefrei zum Beispiel. Also die gehen den anderen Weg. Also sagen, okay, online ist mit umfasst vom gesamten Auftrag, aber es ist werbefrei. Also dort wird kein einziger Werbeeuro im Gegensatz zum ORF, wo also auch rund 20 Millionen Werbung eingenommen werden, eingenommen. Also Beispiele gibt es international viele, auch zum Beispiel die BBC hat gänzlich keinerlei Textangebot im Online-Angebot, sondern lediglich Video-Content auf der Seite. Auch das ist natürlich ein Vorbild und auch da müsste sich der ORF in diese Richtung hin ausrichten. Mhm. Jetzt liest man in den letzten Wochen vermehrt natürlich Meldungen, dass insbesondere private Medien Sparmaßnahmen setzen müssen. Wie angespannt ist denn derzeit die Situation und vor allem, wie sehr wird es durch dieses neue ORF-Gesetz jetzt auch noch einmal prekärer? Das ist in der Tat wirklich ein drohender Super-GAU. Natürlich geht die Schere im Mediengeschäft auseinander. Ist ja nicht nur für die Zeitungshäuser, sondern natürlich auch für den Rundfunk, also Fernsehen, Radio, weil sich eben Werbebudgets, ich habe es zuerst erwähnt, immer stärker in Richtung Digitalgiganten Google, Facebook, Amazon verlagern. Damit bleibt für heimische Medien immer weniger zur Finanzierung über. Auch Ihr Sender und Ihre Zeitung, glaube ich, können davon ein Lied singen, was das bedeutet im täglichen Wettbewerb. Und auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich die Kosten immer stärker steigen. Immens hohe Papierpreise, Energiekosten, natürlich auch Gehaltserhöhungen. Die Kollektivvertragserhöhung ist 8,6%. Das ist die Inflationsrate, aber dennoch ein relativ hoher Abschluss. Und das bringt natürlich die Medienunternehmen unter Druck. Und wenn ich aber gleichzeitig einen öffentlich-rechtlichen Anbieter habe, der überhaupt nicht diesem Druck ausgesetzt ist, sondern im Gegenteil noch mehr Geld bekommt und mehr Möglichkeiten, dann nimmt er eigentlich dem privaten Angebot jegliche Luft zum Atmen und es wird dieser Wettbewerb, der jetzt schon verzerrt ist, noch viel stärker verzerrt und es droht eigentlich ein Kahlschlag, was Medienvielfalt anlangt. Das ist zu befürchten. Jetzt gibt es ja schon die Einstellung der Wiener Zeitung, unter anderem befürchtet
Befürchten Sie, dass weitere Medientitel verschwinden werden? Das ist nicht auszuschließen. Ja. Also vor allem bei kleineren Titeln, die nicht so auflagenstark sind, die also hier nicht das Potenzial haben, so stark auch in der an der Kostenschraube zu drehen, wird das mit Sicherheit eine sehr gefährliche Situation werden. Ja. Wie könnten sich denn die privaten Medien oder was müsste hier passieren, sag ich mal, von Seiten des Staats, um den privaten Medien hier auch Unterstützung zukommen zu lassen? Es gibt ja eine digitale Transformationsförderung, die war ursprünglich mal angedacht, nur um das zu erklären, dass jenes Geld, das derzeit der Finanzminister einnimmt, durch eine eh schon sehr geringe Besteuerung von Google, Facebook und den großen Konzernen dann den privaten Medien zur Verfügung gestellt wird. Die beträgt allerdings, muss man sagen, knapp 20 Millionen Euro und laut Schätzungen nimmt der Finanzminister mehrere 100 Millionen Euro mittlerweile von diesen Silicon Valley-Firmen ein. Also, wäre das ein Punkt, hier anzusetzen, diese digitale Transformationsförderung zu erhöhen? Mit Sicherheit. Das ist an und für sich, die Digitaltransformationsförderung ist ein richtiges Instrument. Das wurde noch, und auch die Digitalsteuer ist richtig. Es geht um 5%, die also bei diesen Digitalriesen auf die Werbeleistung auch eingenommen wird, genauso wie die Werbeabgabe, die für alle anderen klassischen Medien gilt. Da ist der Erfolg im Jahre 2022 beim Finanzminister für diese Steuer 96 Millionen gewesen. Und wie Sie richtig gesagt haben, die Förderung beträgt 19. Und es war eigentlich ursprünglich angedacht, dass das kommunizierende Gefäße sind. Also das heißt, dass das, was bei den Digitalriesen an Steuereinnahmen lukriert wird, auch dem privaten Medienmarkt zur Verfügung gestellt wird. Also aus unserer Sicht wäre eine Erhöhung, Verdreifachung der jetzigen Mittel jedenfalls geboten und würde auch den Markt in dieser Transformation, die es braucht, ja, weil wir sehen ja natürlich, dass auch gedruckte Zeitungen auch zugunsten von digitalen Angeboten immer stärker sich verlagern und die Leserinnen und Leser natürlich viel stärker auch Digitalangebote nützen. In Summe erhöht sich ja die Nutzerzahl, das muss man dazu sagen. Das ist ja eine erfreuliche Entwicklung. Aber um diese Transformation zu beschleunigen, wäre das jedenfalls ein Gebot der Stunde und würde jedenfalls auch helfen, diese angespannte Situation etwas zu entlasten. Es gibt ja auch eine neue Medienförderung, die kommen wird. Allerdings auch da nicht ganz klar, wann sie kommt. Da werden künftig unter anderem nach Journalisten, angestellten Journalisten, Förderungen ausbezahlt. Aber auch da, wenn man das vergleicht, die Relationen der Förderungen für die Privaten zu dem, was der ORF jetzt über eine Haushaltsabgabe einnimmt, kann man das Ihrer Meinung nach überhaupt irgendwie argumentieren? Naja, also wenn man sich auch da, reden wir wieder für um 19 Millionen für alle Medienanbieter in diesem Land versus, wie gesagt, diesen 740 Millionen für den ORF künftig. Also das steht einmal in keinem Verhältnis, das ist einmal klar, weil Public Value, öffentlichen Mehrwert erzeugen alle Medien, die hier in den Genuss kommen. Das ist gestern durch den Verfassungsausschuss gegangen, dieses Gesetz, und wird jetzt auch parallel durch die Europäische Kommission notifiziert. Also alle Beihilfen, auch die Förderungen für alle privaten Medien, werden ja durch die EU-Kommission geprüft und durchgewunken. Also das heißt, da wird ja nicht irgendetwas ausgezahlt, was nicht sozusagen rechtens ist oder nicht geprüft ist, sondern das wird selbstverständlich geprüft. Es ist davon auszugehen, dass das möglicherweise im Laufe des Jahres noch positiv beschieden wird und dann auch der erste Antragstermin ist. Aber ja, klar, das Verhältnis ist nicht gegeben. Also ich glaube, das sieht man mit freiem Auge. Abschließende Frage noch. Haben Sie noch irgendeine Hoffnung, dass die Regierung da noch einlenkt bei diesem neuen ORF-Gesetz? Ja, hoffen, glaube ich, kann man immer. Das ist, glaube ich, eine das ist nicht auszuschließen. Es gibt ja auch eine Begutachtungsfrist. Auch da wird es natürlich entsprechende Stellungnahmen geben, je nachdem, wie dann der finale Text aussehen wird. Ich glaube auch, dass der Aufschrei, der in den letzten Tagen von vielen Medienmachern, Experten etc. hier in dem Zusammenhang getätigt wurde, durchaus auch etwas einen Nachdenkprozess ausgelöst haben. Mal sehen, wie es dann am Ende wirklich aussieht. Herr Grünberger, vielen Dank für den Besuch. Gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.